Frequent Traveler TV Weekend Update Woche 9 2021. Ja, ganz genau. Diese Woche gab es viele Dinge. Es gab eine Fluggesellschaft, die sich leider verabschiedet hat. Es gab wieder Überraschungen im Bereich von Meilenpunkten und Status. Fluggesellschaften haben den Status auch wieder verlängert ohne irgendwelche Konditionen. Dann Boeing hat eine sogenannte Produktionshölle. Das war mein Favorit, was ich gesehen habe, weil man bei der 787 ja irgendwie was nach- und ausbessern muss. Und dann auch bei den Druckshots gab es Probleme, nachdem man halt viele Teile einfach im Flugzeug vergessen hatte, Lappen im Tank zum Beispiel oder aber auch irgendwelches Werkzeug, was in der Hülle war. Dann als weiteres Thema, und das ist mein Schwerpunktthema diese Woche, ist von Swiss Saver. Ganz genau, im März, also nächsten Monat, geht es wirklich los mit Saver. Da könnt ihr Buy on Board machen. Da werde ich mich damit ein bisschen auseinandersetzen. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Das heutige Thema, wo wir wirklich in die Tiefe reingehen, ist unter anderem Swiss Savers. Es klingt toll, es sieht auch toll aus. Ich werde euch auch gleich Bilder zeigen. Da seht ihr, wie die Buy-on-Board-Produkte in der Economy Class aussehen werden. Gerade ab Zürich wird es eingeführt. In Genf gab es ja den Tester. Und jetzt soll es halt auch wirklich weit ausgerollt werden bei allen Flügen, die mehr als 50 Minuten dauern. Und es sollen halt auch immer nachhaltige Packungen benutzt werden. Es soll auch optisch-ästhetisch wertvoll sein. Und da soll halt wirklich, ja, es kommt wieder auf Kundenwunsch. Soll man den feinen Gerichten und Snacks für jeden Geschmack etwas finden? Also ganz ehrlich, die Sachen sehen lecker aus. Ich werde euch gleich mal zeigen, dass wir da einfach mal einen Eindruck bekommen. Und es wird auch solche Menüsets geben, wo ihr auch etwas Geld sparen könnt. Die Produkte sollen aus der Schweiz kommen, sollen regional sein. Und es soll auf jeden Wunsch etwas geben. Also es kann vegetarische Optionen geben und so weiter und so fort. Aber es ist ganz wichtig, es geht erst ab 50 Minuten Flugzeit. Und mit Sprüngli wird eine Kooperation gemacht, also eine Konfiserie aus der Schweiz, allseits bekannt. Also da geht man weiter, das Thema, so wie man in Deutschland dann halt auch mit Dean and David was macht, hat man hier auch lokale Partner, die also starke Marken sind. Und was natürlich auch spannend ist, dass man zukünftig neben den kostenpflichtigen Menükarten, wo man auswählen kann, also auch Getränke bekommt. Aber lasst uns doch einfach mal schauen, was es gibt. Ich blende euch mal die Karte ein. Einen besonderen Absatz in der Pressemitteilung gibt das Swiss Altitude 1150 Wasser. Ich weiß gar nicht, ob 1150, also wie man es ausspricht. Aber auf jeden Fall ist das etwas, wo Swiss ganz stolz drauf ist. Deshalb blende ich das euch erst mal direkt ein, die Anfangsseite. Und da ist doch schon mal ein sehr nettes, burger-ähnliches Chicken oder was das auch immer ist. Wir werden das sicher auf der Karte gleich finden. Was ganz wichtig ist, ist, dass es sogenannte Lunch-Deals gibt oder Sweet Treats. Ihr seht die hier, seht auch die Preise, die Kosten von 11 Stutz 50 bis 17 Stutz 50. Man kann bis zu 2 Schweizer Franken sparen. Das heißt also ein Sprüngli-Sandwich, ein salziger Snack und ein Softdrink. Dann gibt es Sweet Treats, dann gibt es einen Afterwork-Deal. Der Afterwork-Deal ist halt wirklich ein salziger Snack und dann auch ein Bier oder ein Aperitif mit 25 Schweizer Franken. Wenn ihr euch fragt, wie viel das in Euro ist, ihr könnt immer die Schweizer Franken nehmen und so roundabout 10% abziehen, 9% abziehen, weil 1 Euro also ein Schweizer Franken sind 91 Euro Cent. So ist es korrekt, richtig. Es gibt auch den Bloody Mary Mix oder einen Gin Tonic. Das schlägt damit 11 Schweizer Franken zu Buche, also 10 Euro. Oder aber auch so eine Cold Cuts Plater Hörnli Pasta Salat. Und da sind auch schon der Veggie Burger Brioche, der uns auf der ersten Seite entgegengekommen ist. Das ist ein hausgemachter Gemüseburger, also kein Chicken, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Es gibt aber auch Luxemburgli und Bürcheler Müsli, alles von Springli. Also qualitativ sollte es sehr hochwertig sein. Wird auch jeden Tag frisch in Zürich zubereitet. Und was auch ganz spannend ist, an einigen ausgewählten Flügen gibt es
den Swiss Angus Beef Burger und Saffron Noodles mit Spargel. Das ist doch mal eine Geschichte, die finde ich spannend. Das ist einfach erhältlich an Flügen, die von 10 Uhr morgens Abflug sind und werden nach 20 Minuten auf den Flügen nach Athen zum Beispiel, Moskau, Kiew und so weiter da gereicht. Da werde ich euch auch noch mal kurz die Liste geben. Und ansonsten, wer kleine Snacks haben will, kann Maya Popcorn Salt haben. Salat wäre geil, ne? Aber ansonsten auch Neste Ramsler Apple Spritzer und auch Coca-Cola Produkte. Alkoholisch gibt es auch einige Sachen. Schokoladenmäßig gibt es da auch viele Sachen. Turicum oder aber auch Tees und Kaffees. Hot Chocolata. Ja, das sind die Themen, die es geht. Wir gehen da einfach mal durch. Ich habe euch auch unten einen Link reingetan. Und wie ihr wisst, das Schweizer Lagerbier aus Appenzell, Quellfrisch Lagerbier. Sprich mal das so aus. Ansonsten natürlich die klassischen Miniaturgetränke für 7 Schweizer Franken. Und was ganz wichtig ist, ist hier am Ende, dass man wirklich auch weiß, dass die Sachen nicht immer an Bord sind. Ganz genau. Was ihr nur noch umsonst bekommt, das ist das pure Mineralwasser Swiss Altitude 1150 oder 1150. Ich weiß es nicht. Es ist eine kostenlose Flasche erfrischendes Mineralwasser, alpines Wasser aus dem Glaner Land, das exklusiv für Swiss produziert wird und in eine Flasche unseres reinen Schweizer Wassers gepresst wird, so steht es drin. Der Name ist übrigens ein Hinweis auf die Höhe, auf die alpine Quelle, weil die Quelle in den malischen Galner Alpen entspringt. Altitude 1150 heißt also Herkunft der Quelle und die Aviatik. Kann man jetzt so sehen oder nicht? Und wie gesagt, ganz wichtig, da gibt es halt Themen. Ich sagte es eben, es gibt keine Garantie, dass ihr es auf dem Flug bekommt. Das heißt also, wenn für euch 10 Leute das bestellt haben, es gibt nur 10, dann ist es weg. Oder aber auch dieses Kundenwunsch. Ich reg mich da so ein bisschen immer auf, dass die Lufthansa-Gruppe immer auf Kundenwunsch sagt. Ja, natürlich hat man Kunden gefragt, aber die Kunden haben ja nicht gesagt, hey, das Essen ist schlecht, ich will kein Essen haben, ich will bezahlen. Sondern die haben gesagt, hey, ich will ordentliches Essen haben und dann bezahle ich aber noch nicht mehr. Aber nun gut, das ist jetzt der Weg, das ist das Leben. Und was ganz wichtig ist, es gibt wirklich nur Wasser, ihr kriegt nichts anderes. Also auch die Getränke, Cola, Softdrinks, also normale solche Sachen, wird es nicht geben. Und eine große Herausforderung, und das finde ich auch spannend, was passiert, wenn das Essen in der Business Class schlechter ist als in der Economy Class oder andersrum gesprochen, das Essen in der Economy Class ist besser als in der Business Class? Kann man in der Business Class dann auch aus dem Trolley sich das aussuchen? Hat man vielleicht Vorrecht? Gibt es einen Statusvorteil? Ich weiß es nicht. Und was mich auch ein bisschen erheitert hat, war einfach, und ihr habt die Bilder ja auch gesehen, die sind sehr super fotografiert worden und es sieht super appetitlich aus und ich glaube auch, dass es super lecker ist und ich würde mir auch so ein Gemüse-Veggie-Burger da versuchen reinzudrehen. Kann ein bisschen von der Abbildung abweichen. Ist wie bei McDonald's oder bei anderen Buden, ne? Das heißt, ihr habt da so ein geiles Bild, einen Burger, wo ihr so, ne? Aber wie soll das auch an Bord passieren? Lasst es uns einfach gestalten und schauen, wie es ist. Ab 30. März geht es los, ex-Zürich. Ich werde es für euch ausprobieren. Ich versuche es im Bewegtbild festzuhalten. Versprechen kann ich es natürlich nicht. Ich bin am nächsten Tag unterwegs mit der Eurowings Discover nach Barcelona. Aber lasst uns direkt weitergehen, was es sonst noch für News gibt. Die KLM hat, Bild für euch hier, die ersten Embraer E195E2 bekommen, also die neueste Generation, die also nochmal spritsparender ist. Die haben dieses Flugzeug in Empfang genommen, das erste, davon haben sie 25 Stück bestellt und sollen dann wirklich die Embraer 190, also die alten, ersetzen. Und 132 Gäste finden Platz, 32 mehr als in den alten. Und die KLM City Hopper, so heißt das, also diese Regionalgeschichte, so wie Lufthansa Regional oder so, führt die mit den E190 die meisten Flüge auch nach Deutschland durch. Spannende Geschichte. Ich finde ein cooles Flugzeug. Also, geile Performance. Setzt euch rein. Sehr, sehr cool. Dann gibt's von der Air France was Neues. Was haben sie gemacht? Ja, sie haben eigentlich nicht viel Neues gemacht. Sie haben einfach nur ein neues Flugsicherheitsvideo vorgestellt. Ich werde euch das auch verlinken. Es spielt halt an bekannten Orten in Frankreich, wie im Eiffelturm oder in Versailles.
genau, das ist das Schloss, und trägt den neuen Kabinenlayouts in der Langstreckenflotte Rechnung. Also das heißt, man hat es einfach abgedatet. Schaut es euch an, ich finde es sehr spannend, ich finde es sehr gelungen, um es mal so zu sagen. Dann die Austrian Airlines. Wer von euch mit der Austrian Airlines fliegt, ist nicht mit der 767-300ER irgendwie nie in Berührung gekommen, sondern hat sie sehr oft gehabt. Und eine Registrierung von den Österreichern, die ist mir immer im Gedächtnis geblieben, das ist die ÖLAT, also die Oscar Echo und dann Lima Alpha Tango. Und das war die Registrierung für eine der 767. Die hatte, glaube ich, sogar Niki Lauda noch im Empfang genommen für Lauda. Und das war eine Diva. Aber das ist auch das erste Flugzeug, was weggeht. Also drei davon werden von Monocoque Diversified Interests weggehen. Kaufpreis wird natürlich wie immer nicht kommuniziert. Aber die Restrukturierung der Flotte ist im kompletten Gange. Also das heißt, die 767 werden weggehen. Also etwas, was man gut finden kann, ich weiß es nicht. Dann im Konzern weiter geht es mit der Edelweiss. Die setzt auf den A340. Ja, sie flottet den A330 aus. Heißt also, nach eigenen Angaben haben sie über 16 Flugzeuge, 10 320er, haben 330er zwei Stück und haben 4 340er Langstrecke. Und die 340er von der Langstrecke werden bleiben und die 330er gehen. Und sie sagt, warum das denn? Ja, ganz einfach, weil man sagt, dass die vier Maschinen, die 340, ausreichend sind. Dadurch, dass man eine gemeinsame Flotte der 340er bildet, hat man auch wieder Ersparnisse, weil man dann halt nicht zwei Modelle betreiben muss. Das ist das eine, aber auch das andere ist, obwohl es ein höherer Treibstoffverbrauch ist, kann es sein, die haben eine etwas weitere Reichweite, 1000 irgendwas Kilometer, im Gegensatz zu den 330ern, Sitzplatzkapazitäten und alles sind alles ähnlich. Und es ist wirklich auch eine Übergangslösung. Das heißt also, man plant damit auch nicht langfristig. Man will sie ersetzen mit 787 oder aber vielleicht mit einem 350. Also ich persönlich mag 350, deshalb auch hier ein 350. Ja, das ist etwas, wo es dann auch mit Sparsamkeit wirklich weitergeht in meinen Augen. Ich würde mich freuen, wenn die 350er kriegen würden. Ja, Flying Blue Air France KLM. Sie haben den Status verlängert, ohne etwas an Bedingungen zu knüpfen. Das heißt also, aufgrund der Pandemie, die Reisebeschränkung, all das, was uns das Reisen im Moment sehr, sehr schwer macht, haben die gesagt, hey, okay, machen wir nicht, Pech gehabt. Also insofern nicht Pech gehabt, weil der Status wird verlängert. Und die Meilengültigkeit für den Explorer ist in Zeiten halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es gibt diverse Kulanzregelungen, deshalb hat man sich auch bei Air France, KLM, Flying Blue, wie auch immer, um Verbesserungen gekümmert. Um es euch nochmal auf den Punkt zu bringen, ein Silbermitglied mit einer Qualification Period, die am Ende April 2021 zu Ende geht, wer also 120 XP-Punkte hat, kriegt ein Offset von 100 XP-Punkten, um Silber zu bekommen. Heißt also, man muss nur 20 XP-Punkte fliegen. Wenn man aber 65 XP-Punkte hat, kriegst du 35 XP und damit hast du auch wieder ein Offset. Also da gibt es verschiedenste Regelungen, dass wir da auch wirklich sehr, sehr gut sind. Die Statusverlängerung für alle Mitglieder ist natürlich in meinen Augen eine super Geschichte. Und was auch ganz wichtig ist, kostenfreie Umbuchung oder Stornierung von Premium-Tickets. Das heißt also, ihr könnt diese auch unter gewissen Bedingungen bis kurz vor Abflug auch stornieren. Super Flexibilität, guter Move. Schauen wir einfach mal, wie sich das auch entwickelt weiter. Ob vielleicht andere Fluggesellschaften nachziehen, die Lufthansa eventuell, man weiß es ja nicht genau. Die können ja da sich dann eines Besseren besinnen. Und wer regelmäßig schaut, weiß ja, wie jede Woche als Abschluss gibt es immer wieder die neuen Risikogebiete des RKI, die ab dem 28.02., das ist ab morgen, gelten. Und da können wir einfach mal schauen. Es gibt keine neuen Virusvariantengebiete seit der letzten Änderung, also es gelten die an, die wir haben. Es gibt ein neues Hochinzidenzgebiet, das wäre Malta. Und neue Risikogebiete sind zum Beispiel Finnland in Region Satakunta. Im Prinzip kann man davon ausgehen, dass alles, was in Helsinki und Umgebung halt ist, ist Hochrisikogebiet oder Risikogebiet, so muss man korrekt formulieren. Frankreich, Réunion gilt jetzt auch als Risikogebiet, ist ein Überseedepartement, kommt man eh nicht in die Verlegenheit, dass man dahin fliegt. Griechenland mit der Region Peloponnes gilt jetzt auch als Risikogebiet und natürlich Kuba, wer von euch nach Kuba wollte,
Das wird dann wohl nichts. Dann gibt es noch ein bisschen gute Nachrichten. Panama und St. Vincent und die Grenadinen sind heruntergestuft worden. Das heißt also, sie sind von einem Hochinzidenzgebiet zu einem Risikogebiet heruntergestuft worden. Das war's auch schon. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart beim Frequent Traveler TV Weekend Update Woche 9, 2021. Muss ich doch mal schnell ablesen. Wenn ihr irgendwelche Sorgen, Ängste oder Nöte habt, ein Like da lassen wollt, ein Dislike da lassen wollt, aber auch dann unten einen Kommentar lassen wollt, gerne unter den Shownotes. Ich komme gerne auf euch zurück. Danke, wie gesagt, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV wieder dabei seid. Also, bis bald. Ciao.